Führst du Online-Workshops durch oder bist Online-Trainer oder Lehrer? Oder vermisst du einfach das klassische Whiteboard oder die Tafel in Zoom? In diesem Video zeige ich dir, wie du mit Hilfe von Miro deinen digitalen Werkzeugkoffer erweitern kannst. Am Ende des Kurses zeige ich dir, welche Kosten auf dich zukommen werden oder ob du das Ganze kostenlos nutzen kannst. Hallo zusammen, ich bin der Sascha und in diesem Video möchte ich euch ganz gerne das Online-Whiteboard Miro vorstellen. In dieser praktischen Anleitung möchte ich euch ganz gerne zeigen, wie einmal die Oberfläche aufgebaut ist und wie ihr mit diesem Tool alleine und natürlich auch im Team arbeiten könnt. Somit könnt ihr halt zum Beispiel auch Schulungen damit durchführen und zusammen mit Schülern gemeinsam was erarbeiten. Als allererstes müssen wir uns natürlich bei miro.com registrieren. Ich habe euch natürlich in der Videobeschreibung einen Link dazu hinterlegt. Habt ihr das gemacht, werdet ihr auf diese Seite halt geleitet. Das ist eigentlich die Startseite, die Verwaltungsseite, wo ihr eure Boards verwalten könnt und euch genauer diese nochmal anschauen könnt. So, als allererstes müssen wir natürlich uns überlegen, wie navigieren wir in Miro? Mit der Maus natürlich, und das machen wir halt einmal über die linke gedrückte Maustaste, so können wir halt das ganze Board hin und her schieben. Oder mit dem Scrollrad, wo wir halt im Zoom rein oder raus hinterlegen können. Ansonsten ist es eigentlich total simpel und intuitiv. Wir schauen uns nochmal die Werkzeuge an. Wir haben auf der linken Seite halt die Werkzeugleiste. Dort haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, weitere Templates zu hinterlegen. Da hat Miro schon so ein paar Templates halt ausgewählt, die oft genutzt werden. Die könnt ihr einfach über Add halt hinzufügen. Was haben wir sonst noch? Natürlich noch ein normales Textfeld, in dem wir einfach mal zum Beispiel was hinterlegen. Wir können diesen Text können wir natürlich auch mit einer anderen Schrift hinterlegen, können das Ganze ein bisschen größer machen und natürlich halt mit Bold hinterlegen oder sonstige andere Einstellungen, wie zum Beispiel das Alignment, also es ist halt zentriert zum Beispiel. Das kann ich ganz gut machen, wenn ich halt so eine Seite habe, dann kann ich das hinterlegen oder ich könnte halt Links hinterlegen. Also ich habe wirklich jegliche Möglichkeit. Das ist eigentlich bei jedem Element, was ich auf Miro hinzufüge, bekomme ich halt eine Leiste oben drüber angezeigt, wo ich dieses jeweilige Element einstellen kann. Was haben wir sonst noch? Ein ganz, ganz wichtiges Tool in Miro sind die Sticky Notes. Die kennt ihr sicherlich, die Notizelemente in verschiedenen Farben, die ich dann einfach bloß aufziehen kann und habe somit sofort eine Sticky Note. Ich kann diese Sticky Notes halt irgendwo anders hinschieben, kann sie ein bisschen kleiner machen, indem ich hier an der Ecke gehe, kann natürlich aber auch die Farbe halt noch mal im Nachhinein ändern. Also ich habe jegliche Möglichkeit, mit diesen Sticky Notes zu agieren. Ihr werdet sehen, dass diese Sticky Notes sind ist ein sehr, sehr beliebtes Tool einfach. Damit kann man wirklich so viele schöne Sachen machen. Ansonsten haben wir noch weitere Formen, die wir halt hinterlegen können. Jegliche Form, die ihr euch irgendwie vorstellen könnt, könnt ihr halt hier hinterlegen. Ja, also ihr habt halt noch ein paar weitere Formen. Wenn ihr auf All Shapes geht, also habt ihr da auch eine weitere Möglichkeit. Dann haben wir die Möglichkeit, Pfeile zu hinterlegen oder Linien. Das ist sehr, sehr interessant, denn ich kann halt einmal hier auf diesen Pfeil gehen und könnte halt Elemente zueinander verknüpfen. Könnte dieses dann halt auch farbig wieder darstellen. Und wenn ich jetzt dieses Logo mal verschiebe, dann bleibt es halt genau da, wo es sein soll. Ja, also könnte ich jetzt irgendwie damit eine Notiz für dieses Logo halt hinterlegen. Ansonsten habe ich noch die Möglichkeit halt zu malen. Das ist auch
Ja, ganz hilfreich, ne? Ich kann halt hier Elemente reinzeichnen. Das ist vielleicht ganz gut, wenn ihr gerade ein Stifftableau oder sowas habt. Da könnt ihr halt sehr, sehr schön damit arbeiten. Ja, was haben wir sonst noch? Wir haben eine Kommentarfunktion, womit ihr dann zum Beispiel zu Elementen weitere Kommentare hinterlegen könnt. Ja, also wir können jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Test 1, 2, 3 hinterlegen und können dieses halt auch farbig hinterlegen, können irgendwelche Unfollowed Threads hinterlegen. Ja, also ich habe wirklich viele, viele Möglichkeiten und ich könnte halt auch irgendjemand halt erwähnen, der dieses dann halt zum Beispiel bearbeitet. Also auch sehr, sehr, ja, schön. Und ich kann das Ganze natürlich auch löschen. Ansonsten, hier ist ein ganz, ganz großer Bereich in Miro und zwar die Frames. Frames sind Möglichkeiten, Seiten zu gestalten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Frame in A4 hier hinterlege, dann ist der, ja, wie ich schon gesagt habe, in A4. Und jetzt kann ich halt den auch nochmal eine Farbe geben und kann ihn benennen. Das machen wir doch glatt. So, und jetzt habe ich halt mein Frame. Und dieser Frame, also hier habe ich zum Beispiel verschiedene Frames einfach hinterlegt und ich kann einer Präsentationsmodus kann ich halt hier durchlaufen lassen und könnte diese mir nacheinander anzeigen. Das Ganze kann ich halt hier unten über Frames sehe ich halt die einzelnen Elemente und kann diese dann halt noch verschieben. Damit habe ich dann eine gewisse Reihenfolge. Ich kann diese Elemente dann verschieben und kann sie dann über den Presentation Mode mir genauer anschauen. Normalerweise sollte das gehen, wenn ich jetzt hier mal reingehe. Also ihr seht, ich bin jetzt auf der Folie 1 und könnte jetzt hier komplett einmal durchgehen. Folie 2, 3 und 4. Oder ich navigiere hier direkt mit rein. Also ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, damit zu arbeiten. So, was haben wir sonst noch? Ansonsten sehe ich halt die ganzen Kommentare, die ich hinterlegt habe. Gehe ich mal wieder raus. Und haben wir hier sonst noch welche? Ja, Upload ist klar, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Ansonsten habe ich noch viele, viele weitere Apps, die ich halt hinzufügen kann. Das heißt, ich bin halt wirklich nicht nur auf solche Sachen beschränkt, die hier oben sind, sondern das erweitert sich halt immer weiter. Ja, und dann könnt ihr zum Beispiel auch mal so eine Karte halt hinterlegen. Ich glaube. Ja. Ja, dann haben wir zum Beispiel eine Karte. Sieht zwar nicht so spannend aus, ist aber spannend. Denn ich kann halt hier zum Beispiel, könnte hier zum Beispiel verschiedene Sachen halt hinterlegen. Ne? Ich könnte die einmal betiteln, könnte dann einen Tag hinzufügen. Der könnte zum Beispiel ein bestimmtes Projekt sein oder eine Gruppe. Zum Beispiel Gruppe 1. Und dann ist diese Karte der Gruppe 1 zugeordnet. Na, das ist halt dieses. Dann könnte ich halt Person hinzufügen. Dann nehmen wir mal Sascha, den wir da hinzufügen. Ja, genau, der ist schon dabei. Ich könnte das Ganze noch mit einem Link versehen. Und könnte das halt auch mit einem Datum, zum Beispiel ein Ablaufdatum oder ein Erledigungsdatum halt versehen. Und außerdem habe ich noch die Möglichkeit, eine etwas größere Beschreibung zu hinterlegen. Und aber dann halt wesentlich mehr Möglichkeiten einfach damit. Ne? Hab dann halt hier meine Beschreibung, hab die Gruppe, hab mein Tag, hab die Person mit drin und natürlich auch ein Datum hinterlegt. Also sehr, sehr schön. Gerade wenn ich mir das Kanban-Board anschaue, was ich halt in den Templates mit hinterlegen kann. Die Templates findet ihr natürlich in diesem Bereich unter Templates und könnt dann zum Beispiel das Kanban-Board, wo haben wir es? Na, bin ich schon drüber? Ja, natürlich. Ja, und dann habe ich halt hier das Kanban-Board da.
Miro hat natürlich verschiedene Vorteile noch und Möglichkeiten. Zum Beispiel ist eine sehr, sehr große Möglichkeit, halt im Team zusammenzuarbeiten und das halt auf einem Board. Dazu habt ihr die Möglichkeit, das Board zu teilen. Da müssen wir aber auch aufpassen, dass wir zum Beispiel bei der kostenlosen Basisversion zum Beispiel nur Gäste einladen können, die nur sich das Ganze anschauen können, aber nicht direkt drin arbeiten können. Das ändert sich natürlich, wenn ich halt den Basis-Account upgrade. Ansonsten mache ich das Ganze über Share und habe hier verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel Leute im Team können sowas machen. Ich kann halt Leute hier einladen über zum Beispiel Slack oder über Gmail. Ich könnte halt Teams hinzufügen und wenn ich halt den Link nur einfach weiterleite, dann kann jeder dieses Board sich anschauen. Das heißt, ich kopiere mir einfach zum Beispiel den Board-Link und könnte den jetzt in den Browser eingeben und jeder x-beliebige könnte halt die Sache halt sehen. Was haben wir sonst noch? Wie gesagt, das ist eine sehr, sehr schöne Funktion. Es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel, dass ihr hier drin einen Chat habt. Das funktioniert aber, soweit ich weiß, auch nicht in der Basisversion. Das heißt, ihr könnt da halt auch mit euren Schülern zum Beispiel oder mit den Kollegen halt drinnen chatten. Genauso funktioniert das Ganze über den Videochat. Aber auch da würde ich halt eher, glaube ich, auf Zoom ausweichen. Die Kombination Miro und Zoom funktioniert, glaube ich, ganz gut. Da wird auf jeden Fall auch nochmal ein Video von mir kommen. Gerne einfach mal reinschauen. Gerne auch einfach mal den Kanal abonnieren. Da wird auf jeden Fall noch viel, viel mehr in diesen Kontext halt kommen. So, was haben wir sonst noch? Ich finde auch noch sehr, sehr schön in Miro, dass ich zum Beispiel einen Timer setzen kann, der dann zum Beispiel 5 Minuten zum Beispiel geht und diesen könnte ich starten. Das heißt, gerade wenn Teams halt zusammenarbeiten, könnte ich halt diese 5 Minuten einstellen und danach ist es dann halt vorbei. Ansonsten haben wir, glaube ich, noch eine wichtige Sache, die ich halt sehr, sehr schön finde. Und zwar, das ist halt das Voting. Ich habe hier unten so ein kleines Voting-Däumchen. Das Problem ist aber auch, da bei der Basisversion des Miro-Accounts funktioniert es halt nicht, leider Gottes. Dazu müssen wir halt wieder ein Upgrade machen. Man kann aber eine 14-tägige Testversion davon machen und wir schauen uns das mal gerne an. Wir klicken also auf den Daumen und es wird halt mir die komplette Area gezeigt, wo also mein ganzes Board gezeigt, wo die Leute halt direkt auf die einzelnen Elemente klicken könnten und diese dann voten können. Das möchte ich natürlich nicht. Dazu gehe ich halt mal ein bisschen, gehe ich hier oben auf Change und kann halt den Bereich einengen, wo ich die Abstimmung haben möchte, auf welchen Elementen. Und die markiere ich mir einmal. Einmal auf Done. Jetzt habe ich nur diese Elemente halt ausgewählt. Kann sagen, wie lang soll die ganze Abstimmung funktionieren. Also 5 Minuten soll das ganze Voting gehen. Und wie viele Votes darf ich halt pro Person oder darf pro Person halt hinterlegt werden. Ja, da machen wir mal zum Beispiel 3. Außerdem habe ich noch die Möglichkeit, welche Elemente gevotet werden dürfen. Also Sticky Notes, Texte. Ich könnte zum Beispiel jetzt nur sagen, welche der Sticky Notes ist halt interessant. Shapes, Cards und Images, also verschiedene Elemente. Und könnte dann sagen, okay, dann starten wir doch einfach mal mit unserem Voting. Und ihr seht, es wird rangezoomt und jetzt kann ich meine Stimme abgeben, zum Beispiel für Thema 1. Und ich darf noch 2 weitere Votings halt abgeben. Könnte zum Beispiel sagen, Thema 2 finde ich auch sehr interessant. Und eigentlich Thema 1 gefällt mir so gut, dass ich ganz gerne eine Gewichtung haben möchte, und zwar 2 davon. Und könnte diese hier auch nochmal verändern natürlich. Und wenn ich fertig bin, sage ich einmal dann. Das ganze Voting geht jetzt 5 Minuten lang und dann sehe ich das Ergebnis. Ich kann das natürlich jetzt auch abbrechen, denn ich bin alleine und dementsprechend brauchen wir da nicht irgendwie länger zu warten. Ich sage also End Voting for All und bekomme dann das Ergebnis angezeigt vom Voting, wofür die Leute am meisten gestimmt haben. Wir warten mal kurz ab und ihr seht 2 Votings gegen für das Thema 1 und 1 für Thema 2. Und das kann ich natürlich wieder rumlöschen und dann habe ich kein Voting mehr dabei.
Ansonsten habe ich noch hier unten die Möglichkeit, mir das ganze Geschehen halt auf Fullscreen anzuschauen oder kann halt die Map anpinnen, also ich kann sie halt deaktivieren. Ich kann sie über die ganze Breite ziehen, so sehe ich das ganze Spielfeld von Miro. Könnte natürlich den Zoom rein und raus machen. Also ist ganz, ganz schön eigentlich. Jetzt wollen wir uns noch mal ein paar weitere Möglichkeiten anschauen, wie zum Beispiel die Preisgestaltung ist. Denn die freie Version ist natürlich ganz angenehm. Jedoch seid ihr da sehr, sehr eingeschränkt. Das kleinere Team ist halt bei 8 € pro Person, pro Monat. Das ist halt relativ teuer. Aber ich glaube, das kann sich auch wirklich lohnen. Das geht natürlich auch so weiter hoch. Aber da schaut einfach mal, was für euch interessant ist. Was auch interessant sein könnte für euch, wenn ihr zum Beispiel Lehrer oder in einer Bildungseinrichtung arbeitet, dann könnt ihr, also nicht nur in einer Bildungseinrichtung arbeitet, sondern halt zum Beispiel auch Student seid, dann könnt ihr halt die Education-Version von Miro halt anfragen und könnt euch hier unter miro.com Education Whiteboard könnt ihr euch einmal kurz registrieren, beziehungsweise könnt dort das der Sport halt beantragen. Wie gesagt, müsst ihr halt schauen, zum Beispiel für Studenten gilt das halt für 2 Jahre. Das ist halt eine ganz, ganz schöne Sache. Na, also schaut da einfach mal rein. Ich habe euch auf jeden Fall nochmal den Link in die Videobeschreibung getan, wenn ihr darauf zugreifen wollt. Seid ihr natürlich sehr, sehr herzlich eingeladen. Ja, das war es eigentlich gewesen von Miro und meinem kleinen Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit Miro. Probiert es euch da ein bisschen aus, spielt ein bisschen rum und ich denke mal, ihr werdet genauso begeistert sein von Miro wie ich. Über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Und wenn ihr möchtet, gerne auch nochmal einen Kommentar hinterlassen, falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt. Immer her damit. Ich würde mich freuen. Bis dahin, euer Sascha.